haben eine neue Nachricht. Wir wollen mit dir reden. Im Yachthafen, South Point. Wir hängen hier rum, bis du aufkreuzt. Somit willkommen zurück zu Driver. Sie sind nur in dieser Mission. Also, akzeptieren. Ja, wie gefällt euch? Mir gefällt's gut. Als hätte ich nie was anderes gespielt. Und ich bin mir sicher, dass mein Skill auch bald wiederkommt. Jaha! Schlüsselkasten. Oha, haben wir die Stadt gewechselt? Nö. Es ist Nacht. Und ja, ich habe das Spiel neu gestartet. Deshalb muss ich jetzt ganz kurz umschalten. Tut mir leid. Hätte ich das sehen müsst. Ich hoffe, ihr verkraftet es. Trifft ihr mit ihm? Ach, wir doch. Wo geht's denn hin? Wo geht's denn überhaupt hin? Wieder Hauptstraße nach. Also gut. Ja. Also wirklich, die Musikeffekte und alles, das war natürlich für damalige Verhältnisse grandios. Mach ich nur ganz kurz ein bisschen leiser, damit ihr mich besser hört. Und weiter. Nee, also wirklich die... Ups. Zeitlimit. Ja, also wirklich, es heute kann man sich das fast nicht mehr vorstellen. Früher war das so eine Revolution, ne? Also die Lichteffekte auf Auto und Polizei von unserem Arsch. Hör auf damit! Und das Burnout hier, ne? Und vor allem die Geräuschkulisse. Das gab es einfach in der Form vorher nicht. GTA hat es auch nicht hinbekommen, lange Zeit. Also es war ja für eine Obenansicht immer. Gut, das ist jetzt nicht gerade schlimm, aber in der Form wie hier Driver gab es einfach nicht. Und es gab lange kein Spiel, das dem Konkurrenz machen konnte, bis natürlich dann GTA 3 kam. Natürlich alles anders machen. Mann, musst du so laut sein, ey? Kurz runterdrehen hier, Entschuldigung. Nein! Das ist gar nichts, oder? Also tut mir leid, wenn ihr mich nicht so gut hört. Ihr hört mich gleich wieder, denn ich schüttle die gleich ab. Und es wird langsam Tag. Das ist doch was Schönes. Eigentlich könnte ich auch wieder an der Straßenseite wechseln. Ach man, du nervst. Übrigens, ihr habt sicher schon gemerkt, je deutlicher der Pfeil ist, desto mehr sind die... Mann, ich dachte, du gehst da gleich mit dir, du Arsch. Je mehr sieht man natürlich, je mehr erlebt uns die Polizei am Heck, wenn es ganz klein wird, ganz durchsichtig der Pfeil, sind die fast weg und ja, doch, denk mal. Das braucht keine unnötige Erklärung mehr. Ihr nervt, ihr wohl, ihr nervt. Geht doch mal nach Hause. So, wir haben abgehängt, wir sind in was reingetönet, oder? Das haben keine Lust mehr. Und natürlich die... Nein, ich habe viel zu spät, Entschuldigung. Zu viel gelabert, zu wenig konzentriert, das ist das Resultat, sowas passiert. Naja. Macht's. Ich kann natürlich immer noch ein bisschen steuern. Nicht allzu viel, aber es reicht. So. Jetzt hier durch. Sliden, cruisen. Geil. Und in die Masten fahren. Nicht geil. Nein. So, wir dönen hier mal rüber. Die Polizei. Deckt uns ja nicht, wenn wir hinter den herumdönen. Jo. So, ich glaube, ich muss
mal die Seite wechseln hier. Ah, du hast mir natürlich noch mal gemerkt, Arsch. Naja! Macht ja nichts. Auch wenn hier die Missionen vielleicht ein wenig einseitig sind. Das war damals eben schon das Höchste der einfach herumcruisen. Einfach nichts anderes im Kopf was herumzucruisen. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Es erinnert mich so schön an die Zeiten, ja. Nicht, dass ich damals schönere Zeiten gehabt hätte. Es erinnert mich einfach nur an die schönen Zeiten, ja, wo man noch jung war, unbeschwert und voll verdönert. Mann! Ja, die Polizei loswerden, die Nerven, ey. Ja, ich weiß genau, dass Tobi mir da schikanieren lässt. So, jetzt am Gas! Gib mal Gas! Ich bin damit nur auf die Straße zu einem Gewitzer, dass ich den abdönern kann. Aber dann lässt sich nicht abdönern, das ist das Problem. Moment, Moment. Nicht! Scheiße! Ah, das schafft doch nicht mehr. Oder? Wer weiß, wer weiß. Was wartet ihr denn? Ach, scheiße, Mann! So, jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Jetzt reicht's mir. Jetzt muss ich mich echt konzentrieren. Ja, ja. Seht ihr? Ah ja, ich habe ja kaum was gesehen. Entschuldigt zwar. Mann, misst ihr hier rumdöner? Ja, komm, ich bin auch schon wieder weg. Aber ich bleibe jetzt hier. Ihr müsst ja eh wieder rechts. Ne? Wir müssen ja eh wieder rechts. Ist mir auf dem Keks. Mann, musst du jetzt da, du bist ein Arschloch. Ja, nee, also wirklich. Völlig verdammtes A. Doch. Ja. Ja, ja, hopp ich doch nach. Feuer anhabt. Es ist schon Tag. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Verdammt nochmal! Kannst du nicht einfach nur dahin tun, das setzen Blinker oder sowas? Meine Fresse. Genau deshalb bin ich. Weil ich war auf der anderen Straße zeigen. Genau deshalb, genau. Wegen nichts anderes. Slalom fahren. Nicht? Ja, der hat sich schön abhängen lassen. Edgy Badge. Jetzt wird ganz schön die Kurve hoch. Jo. Nein! Blöde Sau! Blöde Sau! Komm! Ach, scheiße! Ja, hab ich gemerkt, danke. Oh! Mensch. So, jetzt aber. Hab noch gedacht, soll ich? Ja komm, was kann passieren? Ja. Alter. Freu mich auf die letzte Mission, da muss man ziemlich viel können. Und bis dahin muss ich meinen Skill wieder haben. Aber den bekomme ich schon noch, keine Sorge. Ah, eine Polizei am Heck im Moment. Es ist schön. Ah, man, verzieh dich. Es brennt. Noch nicht, aber wir hoffen auch nicht. So, Mann, siehst du immer der Arsch da? Ich glaube, wir düsen immer die Märchen. Nehmen die Kurve großzügig. Sehr großzügig. Okay. Macht Motor, ey. Lobst du gar nicht.
ein bisschen mal hier. Ja, mach mal schnell bei mir der Schweizer durch. Aha, ihr Kapital. Danke. 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 Es geht doch. Es geht doch. Dachte ich noch. Ja, Mann. Kannst du mir mal von... Ah, mach doch Platz, du Arsch! Scheiße, Kleister. Nein, Scheibenkleister wollte ich sagen. Entschuldigung. Nee. 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 So, der ist hier nicht. Wie ne Rinne. Aber wir nicht. Das ist gut. Nein, 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 nein. Geh mir weg, du. Schön. Trotz Polizei hat's nicht gemacht. Nix gemacht. Weiter natürlich, natürlich. Was gibt's denn? Braucht dich für eine Übergabe diesen Koffer gegen einen Schließfachschlüssel. Ein einfacher Deal. Cash für einen Schlüssel. Rein, raus, Ende Gelände. Du triffst sie im Yachthafen. Hol den Schlüssel oder lass dich nie wieder in der Stadt blicken. Ist das eine Cola auf dem Tisch? Schleichwerbung! So, die Hackfresse sieht man leider auch in jedem Teil, jedem Ladebildschirm. Aber der ist ja wir sind ja Tenner, wir sind ja ein guter, ja, kein Anti-Held. Oh, wir sind immer noch gleich. Okay, die haben keinen Schaden, das ist gut. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Ah. Quasi den Rückweg. Quasi den Rückweg. Okay. Das schaffen wir. Eine zweiteilige Mission. Arschloch! Geisterfahrer. Hier sind so viele Geisterfahrer unterwegs, Mensch. Leck mich. Ah, die Geräuschkulisse ist eigentlich so genial. Mann, wisst ihr, wie hoch der Bart von der Pellerin ist? Ja. Hab ihn abgehängt. Edgy Bitch. Ist doch kein Scheiß. Ja. Gut, und weiter geht's. Vorsicht. Okay. Ich muss mir etwas erzählen im Moment gerade. Nein, schon die Polizei, scheiße, ich hätte auf der anderen Straßenseite bleiben sollen. Geht auch so. Das geht auch so. So. Hier rein. Kommt der mir noch nach, der Arsch? Na, nicht so richtig. Der hat mich nicht, der hat mich nicht. So. Musst du mir in die Seite bringen, du Arsch. Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Was ist die Fatzke? Scheiße. War so knapp wegen dem blöden Arschloch da. Dass der mir noch nicht die Seite gebrettert ist. Leck mich am Arsch. Ah, jetzt mach ich. Checkpoint. Ah, oh, sowas lieb ich. Das war früher nicht... Norm. Nein, überhaupt nicht. Ja, früher war alles besser, ja, ja. Nein, überhaupt nicht. Früher war überhaupt nicht alles besser. Nee, nee, nee. Wir haben nie gesagt. Würde ich auch nie sagen. Oh Mann, jetzt gehst du mir noch auf den Keks hier, oder was? Er ist so weit weg. Er ist so weit weg. Was war denn das jetzt? Ja, ja, du weißt doch, wo ihre Langdöne. Oh, die sind gequint, du Arsch. Ich fahr hier lang. Ich fahr hier lang.
Mann, was ist denn da unten links los? Voll alle zusammen da. So, es sieht gut aus. Es sieht sogar sehr gut aus. Stupid. Oh, jetzt haben wir ja einen Hut bei dir. Arsch. So blöd ist Arsch. Jetzt verdammt nochmal, weiter mit der Klimmingseite. Du, was bist du? Nein, 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 es ist ja auch noch ein Bulli. Nein, ich darf das nicht. Ich darf das nicht. Ich darf das nicht. Oh, zählt das mit dir? Ja, das zählt trotzdem. Man muss die Kopfstift abhängen. Nein! Okay, es geht sogar noch weiter. Oh, eine dreiteilige Mission. Und ich habe noch nicht ganz die Hälfte Schaden, oder? Es könnte noch klappen. Nimm den Koffer, Seth. Hör nichts Persönliches, Alter. Kümmer dich um ihn. Hör, wir sehen uns dann bei Dodge. Seth! Seth! Ach, das hat heute schon fast Trash-Faktor. Aber es war natürlich geil. Und gut, ihre Arme, also ihre Handlung war sowieso eh nur... Nur für den Kopf. Nee, nur was zum Schmücken. Verfolge das Boot. Jetzt geht's los. GTA, es grüße. Wo muss ich überhaupt hin? Ach ja, genau. Nimm noch eine Chance. Geh wieder aus dem Weg, du Arsch. Ah, du auch. Unbedingt auf die Brücke. Glaubt mir doch. Moment. Wo gehe ich am besten auf die Brücke? Auf welche? Ah ja, dahin muss ich. Dahin. Bleib ich zumindest. Leck mich ein, Pott. Nein, scheiße. Bam. Wir haben die Chance jetzt hier mal vorbei zu kommen. Gas! Das verdammte Schiff, wo ist das verstanden? Mann, ihr geht mir auf den Keks! Oh. Ach, steigen! Hast du einen Checkpoint noch, bitte? Bitte! Ja! Hab ich noch? Danke. Bleifuß! Mann, du nervst! Du auch, du Säule! Hör auf da! Der Wagen ist... Du musst noch ein Spiel halten! Nein, Quatsch! Hier rein! Mann! Kein Teamvermögen mehr. Mann, ich war mal so verdammt gut. Ich muss jetzt die Klappe halten. Ich muss jetzt die Klappe halten. Volle Konzentration jetzt. Entschuldigung. War so klar, dass der Arsch mir noch in die nach vorne düsen muss. Es war mir so klar. Er konnte nicht nach links abbiegen. Nach rechts. Nö. Wieso denn? Wieso? Für was?
Nein, ganz sicher nicht. Ha, wir haben das Boot schon fast eingeholt. Schaut euch das mal an. Sieht gut, sieht echt gut. Hallo Bötren, wie geht's dir? Du warst mit dem Motor. So, ups, haben wir abgehängt. Da vorne ist noch einer wartet, dann wäre es einmal was Neues. BÄM! Na durch! Hier raus! Da, durch nehme ich mal ab. Wegweise abrasieren. Langsam. So. Arsch. Aya Mia! Tja. Keine Eile, keine Eile. Ha! Jetzt? Was hat jetzt das gebracht? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass es jetzt weitergeht. Next Mission. Entschuldigung, wenn ich immer während der Missionsannahme. Kurz eine Pause mache, denn ich muss da immer die Lautstärke regulieren. Ja. So, eine filmreife Zwischensequenz. Wie immer in so alten Spielen. Aber hat doch was. Hat doch was. Gut. Nächste Mission. Was gibt's denn? Sie haben eine neue Nachricht. Rufus hier. Ich habe deine Fortschritte beobachtet, Junge. Wir treffen uns in der Electric Lady Lounge auf dem Ocean Boulevard. Wir müssen reden. Sieh zu, dass du nicht verfolgt wirst, kapiert? Das heißt, keine Bullerei. Ach, Reflection, ich war so Fan von euch, beziehungsweise ich bin es immer noch, aber euch gibt es ja glaube ich gar nicht mehr. Leider, leider. Tanner trifft Rufus. Genau lang? Ah, immer da hinten. Wieso wohnst du auch am Arsch der Welt, Tanner? Wieso wohnst du auch am Arsch der Welt? Wer weiß es, ich auch nicht. Ja, ja. Ja, es ist natürlich so, die Polizei, man kann das Auto nicht wissen, das heißt, die Polizei sieht uns immer wieder nicht. Man kann es einfach an der Stelle loswerden. Aber man müsste ja irgendwie schon fast Ameisen-Tempo haben, damit die Polizei uns nicht sieht. Ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Ist nun mal so. Es ist einfach mal so. Mann, wie viele kommen denn da noch? Demon Nest. Mann, wieso bremst der jetzt ab, der Arsch? Ist noch gelb, da kannst du noch düsen. Warum? Ha! Die Lawine. Ja, lange Schadenzeit, kannst du gefahren.
das war auch, ja, so 32 Bit, ja, was, was PlayStation ist, weil das schon ganz schön was, dass hier Höhen und Tiefen gibt in der Strecke. Das war nicht selbstverständlich. Wir sind also nicht so verwöhnt, aber wir kennen so mal keinen gut, meine ich. Die Spielindustrie verspricht uns ja auch immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und wir haben halt einfach die Erwartungshaltung automatisch, dass alles so perfekt ist immer. Wenn man mal einen Bug hat, dann ist es halt so, leider. Also PlayStation 2 Zeiten konntest du nicht einfach Download-Content nehmen, da hattest du ein kaputtes Spiel. Das war einfach so. Du gehst mir schon immer der Blaue, immer der Blaue, immer der Blaue. Kein roter, kein gelber, immer der Blaue. So, das ist schon, dass ich den da ab immer der Blaue. Ich bin effizient auf der Nerven. Ja, danke du Arsch. Leck mich. Lecco mio. Bitte hörst du ihn kommen. Versuch das mal bei 2 Sekunden. Ah! So, jetzt geht er. Sollte ich ihn jetzt beweisen. Immer kommt der Blaue. Hast du es gemerkt? Immer kommt der Blaue. Er ist doch blau hinterm Steuer. Pfui. Ein Alkohol am Steuer, bitte. Schon wieder der, seht ihr? Der immer der blaue Türkise. Türkis, oder? Nicht dunkelblau. Das Auto hin und her schwankt, das war auch so. Ist schon wieder der! Du musst jetzt auch noch deine Schnauze reinhalten, ne? Das sind so die Arschis. Ich weiß nicht, ob wie eintritt ist, macht das Fahrverhalten, das wäre ja was. Drei Missionen, mit links drehen, mit links Strahldüsen, oh Mann, das wäre was, das wäre was. So, da hoch, da drüben, sind wir da. Hey, pfui. Alter, mach keinen Scheiß. Bitte, wir warten schon wieder. Der Rot, der Blaue, der Türkei, die warten schon wieder auf uns. Ja, ja. Ich hab das schon gemerkt. Moment mal, wir sind noch nicht mal gesucht. Das heißt, wir könnten eigentlich, wenn ein Polizeiauto kommt, einfach langsam düsen. Vielleicht wird es funktionieren. Vielleicht, nur vielleicht. Nicht sicher. Oder auch nicht sicher. Das funktioniert denn, das fehlt uns ja wieder an der Zeit. Das ist wie das andere. Nein! Nein! Alles die Arsch ist hier, das glaube ich. So, wir sind da. Freie Bahn mit Marzipan und ein Flugzeug. So, das war geil. Okay Leute, ich sage, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.